Hallo liebe Leute, heute will ich was auch zeigen. Guck mal hier. Heute messen wir was besonderes Datum. Brauchen wir Lufttemperatur, Bodentemperatur, Strahlung, ich meinte Radiation und Humidity. So von dieser Teil Oven wir messen Lufttemperatur und Strahlung. Ich meinte Air Temperature and Radiation, Sun Radiations. And von dieser Teil, guck mal hier, gibt hier eine kleine Sensor. Wir messen hier Bodentemperatur. So, es ist ein Teil von München. So, es ist ein Forschungsprojekt von Technischen Universität München. In dieser Ecke und anderes in dieser Ecke haben wir Sensor installiert. Dort machen wir auch Wasserflussmessung. So, in dieser Wetterstation, in unten der Sonnenschein und diese Wetterstation unten diese Shadow, ich meinte unten diese wir gibt keine Sonnenschein. So hier dann vergleiche die Temperatur zwischen dieser Wetterstation unter der Sonnenschein und ohne Sonnenschein. Und mit diesem Lift-Barometer messen wir Stomatal Conductance, haben wir dort gemacht und gehen wir weiter laufen. Hier in diesen Bäumen, wir haben auch zwei Sensoren installiert. Von der Wasserflussmessung. Dieser Bäume ist Eckhaar auf Deutsch. Also haben wir vielleicht sechs Seiten in dieser ganzen Stadt. Dann wir vergleichen die alles Datum, wie läuft mit diesen Wetter und Bäume-Conditions in Münchenstadt. Und dieser Teil von der Batterie. Es gibt Akku und dort gibt es zwei Sensor. Also das ist so. Lass uns zurückgehen. Und heute haben wir um 10 Uhr angefangen. Und müssen wir bis 17 Uhr arbeiten. So haben wir eine Bucket. So sehr angenommen. Mein Mitarbeiter ist in einen Einkaufsladen was zu kaufen von unseres Mittagessen. Und wir haben eine deutsche Magazin, deutsche Perfect, die interessante Magazin zum Deutsch zu besser machen. Das ist das Leben, was habe ich zurzeit. Und guck mal, mein Haut ist sehr schwarz geworden, weil in diesem Monat habe ich den ganzen Monat in draußen gearbeitet. Ich meinte, der Arbeiten unter dem Sonnenschein. Gestern und vorgestern habe ich auch gearbeitet und es war sehr heiß. Und Hochtemperatur ist sehr wichtig von unseres Datum sammeln. So ja, wir können in zu Hause bleiben in der gutes Wetter. So, aber ich arbeite auch in andere Seite in Freising, nicht in Münchenstadt. Aber heute mein Kollege hat gefragt, kann ich in München arbeiten oder nicht? Ich habe gesagt, ja, kann ich auch in München arbeiten. So, das ist das Leben in einer neuen Stadt. So, ich wünsche euch einen schönen Gaming Tag. So.